Ein Käse. Oh. Nee, Guinness. Was geht bei euch ab? Junge. Willkommen in meinem Inventar. Ich habe von dem netten Herrn Robster Schlüssel geschenkt bekommen. Schaut mal, ich kann bald wieder ein Käse-Opening machen. Ich brauche noch ein paar Falchon-Kisten und kaufe mir eben einfach noch ein paar Operation Phoenix Keys, dass ich wieder 10 Dinge öffnen kann. Einfach mal so am Rande erwähnt, ihr dürft mir natürlich alle Sachen sponsern. Ja, ich nenne eure Namen. Yeah! Oh, kennt ihr das, wenn ihr merkt, ihr werdet krank? Das ist so behindert, wirklich. Und ich will nichts von Männerschnupfen hören. Männerschnupfen. Wer sind denn die Menschen, die immer sofort, wenn es ein bisschen kälter als 800 Grad ist, wer sofort mit dem Schal rumläuft? Wer ist denn das? Ja, wer läuft da immer direkt mit dem Schal rum? Welches Geschlecht? Das ist Schwach. Ich meine die Frauen. Wisst ihr, was bei Männern das Schlimme ist mit ihren Männerschnupfen? Oh mein Gott! Was habe ich die ersten 2 Schüsse gemacht? Keine Ahnung, gekocht? Mhm, guck, ich voll der Angeber. Achtung, ich treffe bestimmt die Glocke. Daneben. There is a hound, look at this. Wisst ihr, wie Männerschnupfen entsteht? Also die Symptome, die wo die Frauen immer sagen, ach ja, mein Mann, der hat wieder das Übliche. Der ist so am Rumpinsel. Ja, in die Klötz, mein Freund. Man ist als Mann der Harte. Manchmal hat man noch. Man ist der Harte. Und die Frau ist praktisch das, was man beschützt. Das Schwache, das kleine Ding. Ihr wisst, was ich meine. Normalerweise. Es ist bewiesen, Kinder, es ist bewiesen, dass Frauen Schmerz schneller spüren als Männer, weil sie feiner fühlen. Frauen, ne? Frauen sind einfach feiner in ihrem Gefühl. Dein Gefühl stimmt was nicht. Da wurde ein Test gemacht, da haben Frauen so Metalldinger in die Hand bekommen, Männer auch. Und da wurde einfach der Strom hochgedreht. Man hat einen Schmerz durch Elektrizität bekommen. Und die Frauen haben sehr schnell so, das ist unangenehm. Haben oh Gott, ich muss die Kamera kurz noch anschließen, warte kurz. Ah, nein, ich habe noch keinen Stecker mehr frei, Mensch. Die fühlen das eher. Und Frauen sind auch nicht so, dass sie sagen, ich muss jetzt stark wirken und diese Schmerzen aushalten. Nein, Frauen sagen, es tut weh und machen die Hände weg. Männer spüren es tatsächlich erst später, weil sie nicht so fein, nicht so das schnell erfühlen können. Und zweitens, wenn sie es fühlen, wenn ein Mann getestet wird, dann steht er auch nicht da, ja. Sondern als Mann denkt man sich, mach ich jetzt, hau 80 Milliarden Volt Ampere und Nadel in meinen Sack drauf. So, und dann hat der Mann einen Schnupfen. Oh mein Gott, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Oh mein Gott, er fickt mich mit One-Shot. Ey, man hat eine Erkältung. Und es ist eigentlich nichts Schlimmes, man weiß es ja auch als Mann. Aber wenn man sonst irgendwas hat, wenn man irgendwie, wenn man zum Beispiel sich ein Messer reinrammt oder sowas, dann so als Mann so, und die Frau kommt hin, oh Schatz, was ist passiert? Oh, dann guckt sie nach einem und man fühlt sich einfach, ne, man denkt sich, ja, genau, ich bin der Mann und das tut gar nicht weh, obwohl es voll weh tut. Aber wenn man eine Erkältung hat, ja, dann... Alter, renne ich vor mir rum, Junge. Eine Erkältung ist eigentlich nichts Schlimmes. Also, es ist nichts Schlimmes. Aber man will trotzdem dass man leidet als Mann. Obwohl man nicht leidet, wisst ihr, wie ich meine? So, Pisser, bleib stehen. Letzter B. Man will, dass die Frau trotzdem kommt und guckt und guckt und sagt. Ne, aber da man dann nur eine Erkältung hat, die Frau also nicht in einen reingucken kann, ist es nicht schlimm. Deswegen macht man das verbal, gibt man das aus als Information. Und das oft. Ne, also das hat nichts damit zu tun, dass die Schmerzen stark wären oder was weiß ich. Man will einfach man will von der Frau, man will, dass die Frau hinkommt und sagt, oh, mein starker Mann, was hast du dir da nur wieder eingefangen? So ungefähr. Natürlich ist es Pillepalle. Das ist der Männerschnupfen. Und dann kommen die Frauen immer mit diesem Argument, ja, aber die Männer, wenn die eine Geburt und hin und her. Fräuleins, hey, wenn die Frau ein Kind zur Welt bringt, schüttet der Körper Hormone aus, die die Frau davor schützen, zu sterben durch den Schmerz. Wenn ein Mann ein Kind zur Welt bringen könnte und der Körper auch diese Hormone ausschütten würde, wäre es für uns genauso ein Klacks, beziehungsweise genauso schlimm wie für euch. Oh mein Gott. Achso, 2B, okay. Ich höre nichts. Oh mein Gott! Es leckt einfach in der Sekunde, in der ich... Es leckt in der... Ihr habt es gesehen in der Aufnahme, oder? Ey, ich kann das... Was ist hier los? Ich muss ganz kurz die Aufnahme ausstellen. Ey, es ist zum Brechen. Ich hoffe, ihr habt es in der Aufnahme gesehen. Ich will ihn an... Ey, warte... Tja, und so ist es. I am set in the bomb. Bleib ruhig. Der rennt jetzt eh fort, oder? Yeah! Double Banana. Okay, weg. Komm mit, weg. Wir machen einfach wieder R-Rush. Oh, ich sehe gerade, dass die Kamera fast ausgegangen wäre. Ich hab das Ding in einen Mehrfachstecker gesteckt, aber der Mehrfachstecker nicht in die Steckdose. Grenade! Blättern! Alter! Er verreckt nicht. Er wollte nicht verrecken. 2. Ich gucke die Kamera, noch 2. Nein, 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 nein! Ja, Dimas, ich weiß doch, aber ich habe Probleme gehabt. Komm, ich snipe. Ein Käse. Oh. Bang. Yeah. Das ist der Pisser. Okay. Idee. Der halber Biss hat mir jetzt ordentliche Dienste erwiesen. Ich werde es jetzt fortschmeißen. Tja, das zählt nochmal zu Waffen, nicht wahr? Ich bin echt sehr, sehr froh, dass ich so gut bin, weil ohne mich fände ich das Video auch ziemlich kacke. Nein, 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 nein! Wie behindert. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe.
Nein, nicht rausgehen. Alter, das hätte ich aber nicht gemacht, jetzt mal ohne Witz. Also ich wäre im Haus hocken geblieben, hätte gewartet, bis er defused und wäre dann rangegangen. Ja. Er schießt mich einfach an, ich drehe mich um und guck ihn an. Hey, bitte, warum lasst ihr die Bombe da liegen? Nice. Oh Gott, es sind noch alle. Es sind noch alle. Ich will die Bombe, Mann. Ich als AWP stehe hinten, verliere die Bombe und dann... Hahaha, schmeißt du vor meine Füße. Ach, dann pass auf, was jetzt passiert. Let's go. Wisst ihr, weil ich gewartet habe bei der Bombe, war ich nicht eh genug hier. Oh mein Gott. Auf Hauptbeginn. Oh, kein Ding gekauft. Ja, ich nehme die Bombe, lasse sie liegen. Ja, komm, komm, renn. Unsere Mates sind schon voll durch. Renn, 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 renn. Renn! Wenn die gleich von hinten aus dem Haus kommen und unsere Mates wegklatschen. Dann haben wir den Kartoffelsalat an unseren Händen, verdammte Scheiße. Und guckt euch die dreckigen Punkte an. Wir spielen jetzt doch schon wieder aus. Ich hab ihn gerochen. Ich hab ihn echt gerochen, wirklich. No chance. Die drücken echt ordentlich. Also die drücken wirklich gut. Ich kenne ja Smoke Right Side. Habt ihr gesehen? Smoke Right Side. Drei Smokes fliegen hin. Drei Stück. Du guys sonst. Bam. Oh mein Gott. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass wir gewinnen. Wir werden wahrscheinlich verlieren und diesen Lose schön ausspielen. Herrlich. Merkt ihr was? Ich habe schon wieder mit ultimativen Speicherscheiß-Dingern zu kämpfen. Die kleine Speicherkarte der Kamera ist eben voll gelaufen, weil ich vergessen habe, das von vorhin zu löschen. Tja, jetzt im Match natürlich schwierig, das zu handeln. Also von daher, sorry Leute. Aber da könnt ihr mal mir direkt sagen, wie es für euch ist, wenn keine Facecam dabei ist. Nicht, dass ich darüber nachdenken würde, ob ich die Facecam weglasse, aber einfach, ob das eine große Bereicherung ist, die Facecam. Wow, fast den Mate angeschossen. Er hüpft aber auch wirklich cool darum. Er hat doch ganz klar keine Muni mehr gehabt, Leute. Was ist da ran? Ich will immer die Kamera gucken und ne, mit euch spielen, aber geht gar nicht. Ja! Nice, hat ihn abgefackelt! Oh, ein HP, erfolgsversprechend. Nachdem er den anderen... Nice! Ich geh tippisch. Die machen wahrscheinlich eh in Aura. Alter! Gesehen, wo die Granate hochgegangen ist? Irgendwo. Habe ich irgendjemandem Damage gegeben? Oh, 6? Mm. Oh Mann, das wird jetzt mein erster Lose. 34 habe ich so gegeben, naja. You. Das wird ein haariger Lose. Boom, bitch, get out the way. Alter, es ist abnormal. Oh, leider, leider verkackt. Ja, wer kommt denn da? So, Pisser, ey. Oh, warum? Das ist so behindern. Na, ich weiß, ich habe alle möglichen Granaten dabei. Alles. Und ich schmeiße sonst immer Granaten. Aber dieses Mal schmeiße ich keine Smoke Flash oder HE um die Ecke. Tja, Männer, jetzt ist euer bester Mann natürlich nie mehr am Starten. Dumm gelaufen. Rechtsverkehr, denk dran. Na, ich sehe schon, du willst links lang gehen. Ja, ja. Alter, was? 18. Das darf doch nicht wahr sein. Sie konnten sogar noch blenden. Ich gucke gerade die ganze Zeit in die Kamera, völlig erschüttert. Es ist doch wirklich behindert, was die da treiben, oder? Also die Gegner. Nein, du dreckiger Sack! Ich komme hier gerade auf dich rum. Ich dachte mir, das ist geil. Die kommen falsche Mitte von vorne. Ich sehe keinen in diesem Gang. Also ich kann raus, rechts und einfach reinbratzen. Und dann steht da einfach dieser, wer ist der? Ron Penis. Ronboard. Also Ronboard ist wirklich der abgefuckteste Dödel auf der Welt. Ich habe einfach keine Worte mehr dafür. Ich habe keine Worte mehr dafür! Flashbang. Oh. Die hat aber schön geworfen. Flashbang in meine Fresse. Hier, dir! Alter! Oh mein Gott, wie bitter war das? Wie bitter war das? Also, das wird wieder was ganz Hartes hier. Was ultra Knappes. Ich bin zu dumm, um auf den Laster zu kommen. Ja! And one meet. Das ist so zum Ausrasten. Hier entweder wartet der Zweite oder er kommt direkt. Und das sind immer generell zwei. Scheiß die Wand dann. Der holt sie jetzt von hinten. Der macht's davon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es waren noch... Mann, es waren drei, ne? War da nicht drei? Ah, behinderte Kacke. Nein. Ich hab voll gefressen, die scheiß Granaten. Aha. Oh. Nein. Wie er einen Luftsprung gemacht hat. Ja, ich bin tot.
Hello, Sammy. Oh, orange, Sammy. Lenny Device. Yeah. Irgendwie müssen noch 3 Runden gewinnen, das schaffen wir nie im Leben. Holla die Waldfee. Oh! Nein, nein! Ja! Ja! Fett! Was? Easy peasy lemon squeezy, kann man sagen? Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie sie eskalieren! Okay, letzter Matchpoint. Letzter Matchpoint. Männer, bitte, gib Vollgas. Ich will alles sehen, oh Gott! Oh mein Gott, ich will alles sehen. Hört auf, die Sachen rumzuschmeißen. Die müsst ihr doch gleich noch benutzen, ihr Vollidiote. Nein, ich habe jemanden geblockt. Wir verlieren. Ja, nein! Bombe down. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Wir verkacken. Unser letzter. Er gegen 4. Er macht das, er macht das, er macht das. Ah, schade. Bittere Pille. Jeder mit einem riesen Schniedel gibt natürlich einen Daumen hoch, alle anderen nicht. Teilt es auch an eure prächtig ausgestatteten Freunde. Wenn ihr alle auf Game ist, dann ciao, ciao.